Hi und herzlich willkommen zurück zu Fiesta Online. Mit mir, Mariandos, unserem guten Freund Erik, meiner Freundin Jenny und ein neues Mitglied, der Monique. Wir haben gedacht, Servus. also ihr hat unser Let's Play gut gefallen und wollte unbedingt mitmachen, dass sie auch Fiesta spielt und hat uns angeboten, einen Clary zu spielen und natürlich konnten wir das nicht ablehnen. Und ja, genau, Ecki freut sich. Ja, Clary an die Macht. Ja, komm, wir tanzen. Oh, tanze ich geil. Habe ich geile Moves drauf. Guckt euch das an. Ja, also ihr seht auch, sie ist Level 11. Sie hat schon aufgeschlossen. Die Quests sind jetzt ein bisschen durcheinander. Wir haben. Na, sie wusste natürlich nicht, was für Quests wir genau haben. Und ja, deswegen gucken wir jetzt halt mal durch. Wir geben unsere Quests, die wir beim letzten Mal gemacht haben, alle ab. Und schauen mal, wie weit sie mit uns mithält mit den Quests, ne? Wir waren jetzt soweit fertig, oder, Jenny, Ecki? Ja, mir fehlen immer noch die Schleime. Die Was für langsamen. Schleime? Die Die langsamen langsamen. Schleime? Ich weiß nicht Diese warum. schwarzen. Ja. Das sind doch die Level 4 oder 5 Gegner. Ich hab die angenommen, ich weiß nicht, warum ich die jetzt noch mehr hab. Vielleicht hattest du einen Lack, das war bei mir vorhin auch kurz. Ich habe tausende von Bienchen erledigt, aber irgendwie wurden sie nie als besiegt angezeigt. Ja, vielleicht war es bei mir auch so. Das liegt vielleicht daran, dass du Bienchen und Honigtopf hattest. Die Quest. Wer ich? Ja. Ja. Und Das hast weiß ich bestimmt jetzt nervöse nicht. Bienchen gemacht, anstatt die normalen Bienchen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe stundenlang die Bienchen gemacht, hab, bis mir aufgefallen ist, dass ich nervöse Bienchen mache, anstatt die Bienchen, die ich eigentlich hätte machen sollen. Das kann sein, weil ich habe nämlich keine Honigtöpfe gekriegt, die Penners. Okay. Ist aus dem Arbeiten. So, ich würde sagen, dann gehen wir aber jetzt zuerst in die. Hätte jetzt gesagt, wir machen noch schnell den Schleim. Ja, sag ich ja, aber wir sind ja jetzt gerade in der Nähe von der Mine, von der Echohöhle. Darum hätte ich jetzt gedacht, wir gehen erstmal die Quest das Verschwinden der Dorfbewohner machen. Das ist ein Oh, da fällt mir gerade Skelettrekrut. ein, ich kann ja gar nicht rein. Ich doof, ihr habt noch keine Hacke. Doch reinkommst du kannst bloß nichts abbauen. Bei Das dir passiert. brauchen wir noch nicht. Das braucht man noch nicht richtig. Darum Achso, würde ich okay, ich hab sagen, wir gedacht, ich gehen. komme nicht rein. Nee, nee, Die das lassen geht mich nicht schon. rein. Wir Das brauchen geht bloß schon. ein Skelettrekrut. Richtig. Wir brauchen einen Skelettrekruten. Und da du die Quest ja auch noch machen musst, hast du ja gesagt, können wir die jetzt zu viert schnell machen. Das ist ja gerade Okay, ein alles Gegner. klar. Und dann hast du dein Pferdchen. Dein Muss ich Steckepferd. Cookie-Dookie? Ich Cookie. Nee. What the hü? Ich nix. Die Ich hab kriegst du kein mit Level Hügel. 10 geschenkt. Also entweder habe ich die Quest noch nicht abgegeben oder keine Ahnung. Ich habe aber noch kein treues Gefährt. Dann müssen wir laufen. Runter von Oder den sie rennt Pferden. hinterher. Ja, aber Ah sie jo, braucht dann ja renne ich auch. euch hinterher. Dann Ja. wartet auf mich. Ich bin Okay. der Cleri, ich darf doch nicht erschöpft sein. Geh aus mir raus, Ecki. Das hört sich falsch an. Oh Gott. Kopfkino. Ja. Ich Da habe auch reicht auch überlegt, wir. keine Heilkünste mehr. Ich bin verstört. Ich bin am Überlegen, Genauso wo, wie so ich. wollen wir unsere eigene Gilde gründen oder wollten wir dann in eine Gilde Ah. rein? Ja, aber Gilde gründen kostet doch, glaube ich, ein Gold. Und so viel Geld haben wir nicht. Stimmt, Irgendwann schon. da hast du recht. Dann sollten wir erstmal in eine Richtig. Arka reingehen, würde ich sagen, damit wir ein Am bisschen besten Gold eine, die bekommen. viel Geld droppt. Das Genau, gibt es so ja. gut wie gar nicht mehr. Wir könnten in Drachenreiter reingehen. Komm, wir sind doch gerade hier Genau. bei Eckis Schleime. Mach mal die Ach, schnell. ich wusste nicht, dass es die hier gibt. Ecki, wie Aber viele? ich wusste nicht, dass es die Jetzt hier noch gibt. 18. Aber laufen hier tausende rum. Ja, ich habe da nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ach, mir egal. Ich bin voll der Oberpro. Guckt euch das an, wie ich die niedermetzle. Ihr kommt nicht mal in die Nähe von den. Sch Wo ist die Jenny? Ach, da hinten. Ich habe keine Arbeit. Ich brauche niemanden heilen. So stark sind wir. Ja, Ja, das ist ja jetzt am Anfang. Wir könnten auch direkt in der Kingdom. Nee, noch nicht. Ich will mal höher also, sind. Oh, ja. Schleimkarte. Die wollte ich gerade auch sammeln. Ist mir egal. Ich habe auch schon eine, die mit dem roten Schleim. Hochlandschleim. Hochlandschleim ist cool. Ach, Den mache Schleimangriff. ich. Wer hat Schleimangriff noch nicht? Erik, du Ich. hast noch keine Karten, gell? Genau. Warte mal. Handy. So.
Muss eben erstmal gucken, was steht. Ja, endlich. Monique, noch ein Tipp? Ja. Sammel ein bisschen von den Items auf dem Boden auf, dass du Geld kriegst. Ich bin ein Item-Suchti, ich sammle alles ein, was ich sehe. Das ist gut so, weil wir haben nämlich kein Geld, ne? Oh, da ist was, Wecker. Wollte ich gerade aussammeln. Das ist echt bei mir schlimm, mein Lager platzt als bei meinen anderen Servern, weil ich ungern etwas trenne. Ich habe einen Haufen Scheiß im Lager. Bist du auch so ein Lagermessi wie ich? Ja. Ich habe alles im Lager. Oh, der Ecki auch. Zig Gilden haben wir uns gemacht. Ich habe auch Blutsachen in meinem Lager. Und zieh sie noch nicht mal an, die sind für mein Level. Okay. Also ich habe auf dem anderen Server habe ich hier auch in meiner Gilde habe ich eine Seite komplett mit Blues voll. Also ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Blues machen soll. Ach, du bist fertig. Beifuß, oh mein Gott. Was, Beifuß? Nee, also ich hatte halt alles Mögliche drin. Ich habe mir auch keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Scheiß ich als da drin hatte. Ich weiß nicht, und dann musste ich mich als entscheiden, was ich rausschmeiße. Meistens habe ich Materialien drin. Das, was ich brauche für die Produktion. Hey, kommt schnell rein, ich werde angegriffen. Hilfe, ja, ich bin doch schon unterwegs. Warte mal, dann hat der Clary was zu tun. Ich bleib mal stehen. Gib mir's. Moment. Boah, ist der schlecht, der verfehlt mich ja bloß. Oh, 9 hat er mir abgezogen. Wischt. Das war Schämonik. Das war einfach toll, Eva. Wischt. Ich werd angegriffen und perfekt Freak heilst du, ne? Ey, also das müssen wir noch ein bisschen üben. Ha? Lest den Namen. PC-Freak. Ich bin vorhin eben erst reingekommen, also ich bin hier. Gut, gehen wir wieder. Das war's doch schon. Gehen wir wieder nach Hause. Ich muss auch erstmal wieder schauen, wie das funktioniert mit dem Clary. Ich habe lange kein Clary mehr gespielt, deswegen das sagst du uns jetzt? Das sagst du uns jetzt? Ja. Ich passe immer auf die blöden Pinas auf. Ja. Die Pinas, das sind kacke. Ja, sind sie. Bei dem Level geht's ja noch. Die 120 Schade machen. Geben wir Rumen abgeben? Ja, alles klar. Also, ich wäre ja dafür, ne, dass du dich im Internet umbenennst in Perfect Freak. Warum? Dann, weil ich andauernd Perfect Freak zu dir sag. PC Freak kann ich mir nicht merken. Du schreibst jetzt so und klebst da mitten auf dem Bildschirm. Dann zieht er nichts mehr. Das macht nichts. Oh. Ach, Ewe kommt da. Hallo. Also gehen wir Rumen abgeben? Würde ich sagen, ja. Ja. Oder Monique, was für Quests hast denn du jetzt noch offen? Wenn du M drückst, siehst du das, ob du hier Quests hast. Ja, also ich habe einmal die 15 grünen Dinge, wütender Wolf und das Leder und halt dieses Gras für das blöde Haus. Haben wir diese Quest? Also Gras haben wir schon. Das Leder? Haben wir die Lederquest gemacht und so? Nee, die ist noch verfügbar bei mir. Okay, gut, dann geben wir erst ab und danach kommen wir dann nochmal her und machen die ganzen Quests zusammen. Grünling oder wollen wir auch noch alle Quests machen, wo man kann? Ich habe keine mehr. Jetzt am Laufen habe ich noch 2. Ich habe nur noch die verschwundene Puppe 1. Monique, hast du die auch? Verschwundene Puppe? Moment, ich gucke. Also ich habe einmal, das ist Belohnung. Im Gange sind jetzt noch der Wolf, Hooligans der Mine, reicht dir das kleine Häuschen, und verfügbar, das ist jetzt wahrscheinlich das, was ich alles annehmen kann. Hooligans der Mine habe ich noch offen, das Feld des verrückten Wolfes auch und die Grünlinge, also das heißt, du hast theoretisch die Quests, die wir noch als verfügbar haben, hast du schon angenommen. Genau. Das heißt, wir geben erst ab. Wir geben erst ab. Und dann, Nehmen wir die an und dann können wir sie zusammen. Richtig, genau. Jetzt ist halt bloß die Frage. Ja, gut, das wird schon besser. Hat jeder eine Rolle? Nach Roman. Eine Portrolle? Geht doch einfach da hoch. Also, ich hab eine Portrolle, Schatzi. Ich porte mich. Geht doch einfach also da hoch. Also, ich hab auch eine. So, gut. Und tschüss. Also ich port mich jetzt auch. Ja, tschüss. Okay, Arevi, tschüss. Und tschüss. Ich lauf. Faules Stück. Dass mein dicker Arsch kleiner wird. Nein, ihr seid faul. Ich muss ja gucken, dass mein dicker Arsch kleiner wird. Nimm ab. Hast du überhaupt Portrollen, Schatzi? So, dann gebe ich mal schnell ab. Ja, sagt sie. Ich müsste mal meinen Scheiß aus meinem Inventar rausschmeißen. Hast du jetzt schon so viel Scheiße in deinem Inventar, oder was? Natürlich. Gib's mir. Wie gesagt, wir sammeln ja alles auf. Ja, also ich habe auch schon ein paar Blumen eingesammelt für später.
Ich habe eine ganz tolle Waffe für dich im Übrigen. Verdammt, ich bin mal wieder falsch gelaufen. Ja. Siehst du, deswegen porten wir, ne? Jetzt kann ich doch porten. Monique? Erstmal alles annehmen. Ja, hier. Ich habe eine ganz tolle Waffe für dich. Eine starre Keule des Blitzes für Priester. Ab Level 15. Die hat Ausdauer plus 7. Ein Schaden von 36 bis 51 und kritischer Schaden 5%. Ich habe gedacht, die hebe ich dir mal auf. Vielleicht hast du ja ein Interesse dran. Oh, an Waffen immer. Kann ich dir die zuhandeln? Hast du Platz im Inventar? Ja, ich stehe ja genau hier. Ich sehe dich. Boah, das Quest hat mir 4 Kreise gebracht. Ach stimmt, Tatsache, mir auch. Nur bei dem einen da jetzt, gell? Ja, nur beim Lager. Ich kann die Schatzkiste aufmachen. Oh, das ist gut. Ach, du bist sogar schon Level up, Monique, ne? Ajo. Ja. Das habe ich eben gerade gesehen. Oh, Hasenohren. Und ich habe auch eine Stachelkeule eben gekriegt. Aus plus 6, Schaden 31 bis 43. Ich glaube, meine ist besser, die ich dir gegeben habe. Wo ist sie denn? Ja, die ist definitiv ein bisschen besser. Da rennt ein Hamster neben mir her. Da sitzt aber keiner drauf. Erkenne ich. Level A. Glückwunsch. Da, ich Level A. Auch einen gehabt. Glückwunsch. Ich gebe alles A. Ich muss irgendwie dahin zu kommen. Hängst du wieder in die Gegend rum oder was? So ein bisschen. Erstmal alles abgeben. Ich nehme auch immer gleich alles an. Ich auch. Ich nehme grundsätzlich immer alles an und suchte dann die Karte ab, bis dann halt auf der Karte keine Quests mehr sind. Richtig. Ja, so machen wir das hier auch. Also genau. das muss so gemacht werden. Level up. Glückwunsch. Endlich. Jetzt muss ich Rattenmenschen machen. Erstmal alles annehmen. Hey. Ich wollte schon sagen. Gib mir deine Quests. Ich brauche Geld. Habt ihr... Geld? Wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Nicht viel. Wahrscheinlich. 527, okay. Was? Kupfer? Bronze. Ja. Ach, Kupfer ist das Geld, nicht Bronze. Boah, ich habe wieder... Ich habe 9 Silber. Ich habe 10. Ich habe 9. Aber ich habe noch nichts verkauft. Weißt du was? Mann, ich auch. Immer diese Anfängerhilfe. So, mach doch die Anfängerhilfe raus. Ja, muss ich noch machen. Das. Weißt du nicht, wie es geht? Soll ich dir erklären? Ja, irgendwie bei der Steuerung. Hast du nicht mein Let's Play geguckt? Ja, eben wolltest du es sagen. Eben wolltest du es sagen. Okay. Eben wolltest du es sagen, okay. Na, ich war immer zu faul, das rauszumachen. Ich gucke jedes einzelne Video. Habe ich keinen 15er? Hä? Das. Hm. Ach so, ich muss ja erstmal aufmachen. Gott, ich muss erstmal verkaufen. Das funktioniert so nicht. Ja, mein Inventar müllt sich immer mehr voll. Ich krieg lauter Schrott von denen. Verkauft's am besten ich sammle also immer diese ganzen Items. Verkauft's am besten beim Schmied, weil wenn ihr was falsch verkauft oder dann doch nochmal was braucht, könnt ihr es beim Schmied wieder zurückkaufen. Das ist ja neu, das finde ich irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie praktisch. Sollte man im Suff irgendwas verkauft haben, dann nein! Genau! Kann man dann gleich wieder, ne? Zum Vollsuff. Ja, dann scheiße, das habe ich doch noch gebraucht. Ja, das ist mir auch passiert vor kurzem erst. Und Questgegenstände kannst du bei dem nicht verkaufen, habe ich gemerkt. Questgegenstände konnte man noch nie verkaufen. Ja, aber da hat er immer dabei ist nicht möglich oder so. Ja, aber da hat er doch gefragt, ob es wegwerfen willst oder zerstören. Nee. Ja. Normal, echt? Weiß ich jetzt gar nicht, kann es gar nicht sagen. Ich bin mir nicht sicher. Also konntest du da auch nicht. Erik, hast du was zu sagen? Ach, nee. Nee? Ich dachte, du wolltest irgendwas fragen oder sagen. Ich öffne mal meine Truhe. Was hab ich? Ich hab Hat jetzt Hasenohren. Jemand eigentlich auf die Uhr geguckt? Ja, ich hab den Timer an. Ich hab Hasenohren und einen neuen Stab. Ein Stab mit Stärke 4. Für einen Magier. Den brauche ich. Ja. Stärke plus 4 Stab für Magier. Das ist so lohnend. Okay, er hat Int plus 3, aber es ist so lohnenswert wie ein Schuh für einen Appel. Ja. So, dann tun wir das. Bitte. Wie skill ich den Jäger am besten? Guess und Stärke. Ja, mach ich immer. War ich doch richtig. Jetzt
wollte ich eben was fragen, ich weiß es nicht mehr. Ach ja, Cash Shop, benutzt ihr den? Also ich habe in ein einziges Mal in meinem Leben habe ich ein einziges Mal Cash Shop gehabt, aber ansonsten gar nicht mehr. Echt? Ehrlich? Oh Gott, wie viel Geld ich schon dafür ausgegeben habe für das Spiel. Deswegen ist unser Kühlschrank immer leer. Ach jo, jetzt mach's da mal. Da ist immer hier immer noch ein Gurk drin und ein Apfel. Und ein Apfel, genau. Und das reicht normalerweise für den ganzen Monat. Mehr brauchst du gar nicht. Ja, wenn ihr den Apfel so lauter ganz klein schneidet, nur ein Häppchen pro Tag. Ja, richtig. Genau. Die kriegt eine Gurk zum Frühstück und Apfel zum Abendessen. Das ist also ein Stück, ne? Ein Stück. Okay, Gansi, ein Stück. Das muss reichen. Ein Zehntel vom Apfel. Ein Zehntel, ne? Zwanzigstel. Hundertstel. So, ich bin jetzt Level 12 abgegeben? Und hab 70%. Nee. Ich will erstmal bei 49, weil ich noch nicht alles abgegeben habe. Ja, ich habe alles abgegeben, soweit. Noch ab. Ich guck mal nach meinen neuen Fähigkeiten. Ich Hilfe, ein Stalker namens 200 PC-Free. 18. Ja. Ich guck mal, ob ich neue Fähigkeiten kaufen kann. Nein. Ach stimmt, die brauche ich ja auch noch. Genau. Ich kann mir sogar eine neue Kraft, das lässt sich aus dem Kopf, nämlich die Betäubung. Das freut mich, also ich kann nur Feuerblitz kaufen. Muss auch mal gucken. Oh, und Beherrschung der Stäbe habe ich noch gar nicht, okay. So, mal gucken. Was krieg ich denn alles? Verkaufe mir deine Waren. So, habe ich das schon auf 2? Ja, richtig, das habe ich im letzten Video schon gemacht. Das ist unglaublich, ihr steht alle drei auf dem Ding dort drauf, dass ich da nicht hin kann. Ach so, das Autolaufen habe ich glaube ich noch nie gezeigt. Wenn man auf M zum bestimmten Ort möchte, jetzt auf der Karte und keinen Bock hat zum Laufen oder sich was zum Trinken holen will, drückt man einfach hier auf Doppelklick und dann läuft er von alleine. Also ich habe jetzt nicht, ich berühre meine Tasten nicht, ne, unterwegs zu nach Robin. Okay, das wollte ich jetzt bloß mal kurz gezeigt haben, dass man es weiß. Ist euch aufgefallen, dass im Chat nichts los ist? Ja, stimmt. Ja, es ist mir vorhin auch. Seja jetzt erst. Dicker Schuss. Ich hab einen wunderschönen Titel erhalten. Welchen? Hab ich überhaupt schon einen? Mal gucken. Hab ihn drauf. Ich hab ein paar Titel. Hungriger Wolf. Hungriger Wolf, das ist cool. Was hab ich? Ich hab Krieger von Ruhm. Questanfänger. Ich hab Questanfänger. Ich bin Anfänger. Ja, aber ich bin mit dir Anfänger. Ich bin alleine. Aber der ist gut, Questanfänger. Echt? Ja, der hat gute Sachen. Warte, Moment. Ja, aber der die Geschwindigkeiten, obwohl stimmt eigentlich, das ist... HP erhöht um 1%, SP erhöht um 1%, physische Verteidigung plus 5, Magieverteidigung plus 5, aber halt dafür 1% der Geschwindigkeit eingebüßt. Ja, bei mir ist es so, ich hab die Questanfänger auch, aber ich hab Krieger von Rumen. Da habe ich physische Verteidigung plus 3%, HP-Erhöhung plus 4%, HP-Wiederherstellung plus 18%, also... Da, ja, ich werde bei dem bleiben wegen der Verteidigung und wegen den 4% HP, weil wenn ich das jetzt halt mal ändere, guckt mal hier oben auf meine HP, 184, habe ich bloß noch 178, ich meine, das ist jetzt kein großer Sprung, aber für den Anfang... Wie viel Prozent habt ihr? Ich habe 36%. 59. 70. Nee, ich bin 65. Los. Ich habe 70. Yep. Mal schauen, wie viel Kohle habe ich. Irgendwas stimmt aber schon wieder nicht. Ich wollte. Moment. Wir können in Elde beim Shooty noch abgeben. Stimmt. Und beim Möbelverkäufer. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach. Ich habe das Gras doch nicht. Aber... Ich hab ja keinen Stoff. Ja, okay, dann muss man erstmal Stoff für die Monique holen. Ziehen wir uns jetzt erstmal ein bisschen... Jetzt ziehen wir uns erstmal ein bisschen Gras rein. Ja. Oh, guter Stoff. Und nach... Aber das machen wir offscreen. Und nach Elde... Bitte? Du hast bei mir keinen Kopf. Ja, wo gehen wir denn jetzt sehr schlecht. Nach Elde? Nein, wir gehen erstmal Gras holen für dich, aber das machen wir offscreen und nach Elde gehen wir dann in der nächsten Folge. Weil wir machen jetzt ein kleines Folgenpäuschen. Tschüss. Okay, alles klar. Ciao.